vielleicht ein, zwei Cheeseburger, ein paar Apfelflaschen, Pommes und sowas. Und oft dann kommt man halt dann das alles gegessen und macht es vielleicht immer wieder, ne? Alexander braucht dringend medizinischen Beistand. Er wendet sich an den Arzt und Ernährungsspezialisten Mario Krause. Der stellte vor 6 Wochen fest, Alexanders Körper zeigt auf 53 Nahrungsmittel allergische Reaktionen. Dazu zählen auch Grundnahrungsmittel wie Milch, Käse oder Eier. Auf diese muss Alexander nun verzichten, denn sie führen bei ihm letztendlich zur vermehrten Fettanlagerung. Ansonsten ist es so, dass die Umstellung gerade für die ersten Wochen besonders schwierig ist. Viele unserer Patienten berichten, gerade von einem Entzug, den sie durchmachen, weil auch häufig ihre Lieblingsnahrungsmittel betroffen sind und gerade die müssen sie meiden. So auch Alexander. Bislang hatte ihn seine Oma mit Braten, Soßen und Kuchen verwöhnt. Damit ist jetzt Schluss. Alexander sorgt nun selbst für seine Lieblingsmittel. Als Rezeptbuch der Klinik ist ihm dabei wertvolle Tipps. Schreiben und kochen muss er jeden Tag. Ja, wenn ich den mit dem Teller komme, ist klar. Weil wenn ich immer gekocht und gekocht habe, ist natürlich immer so die Töne auf dem Teller essen und schlafen. So ist es wirklich schön. Seit 6 Wochen hält sich Alexander strikt an seinen Therapieplan. Mit dieser Mahlzeit nimmt er an die 400 Kalorien zu sich. Früher hat Alexander mit Leichtigkeit die 10 Sachen gedrückt. Jeden Tag trägt er seinen Schwimmkopf mal in einen Wochenplaner ein. Die Gefahr eines Rückfalls ist groß. Heute steht Alexander zum ersten Mal seit 6 Wochen wieder auf der Waage. Hat er sein Gewicht von 330 Kilo durch seinen Diätplan reduzieren können? Alexander ist nervös, dann die Erleichterung. Der Münchner hat erst 10 Kilo abgenommen. Meine Eltern auch gesagt, man sieht nichts, und meine Oma auch, und man sieht nichts. Solange ich nur bei meinem Gewicht, nur keiner weiß, wie viel was hast du denn auch noch hier, da sieht man nicht einfach sowas, wenn 2 Kilo weggehen oder sowas. Aber ist das jetzt 16 Kilo sind? Bin ich selber stolz oder auf jeden Fall. Ein erster Erfolg. Doch auch mit 314 Kilogramm ist er immer noch ein absolutes Schwergewicht. Bereits nach wenigen Minuten Autowäsche ist Alexander fix und fertig. Sein bester Freund Florian unterstützt Alexander im Kampf gegen die überschüssigen Funde. Auf jeden Fall bin ich da stolz auf ihn, weil es hat lange genug gedauert, bis er zu gewinnen hat. Und hoffe, dass die Seite nicht immer so weiter verläuft und dass er sich jetzt endlich mal aufgeraucht hat und dass er es endlich mal schafft. Die ersten Abnehmer begrüßt den Meld Alexander so von seinem Arzt. 16 Kilo weniger, fresh und an. Alexander will weiterhin regelmäßig Sport treiben. Ich habe natürlich getrunken, wenn ich so 16 Kilo weiß oder weiter, gucken wir natürlich auch.